müssen die Tischchen also zwischen hinter die Stange schießen. Bei dem Spiel geht es um verschiedene Identitäten. Ja? Wir können auch die Stühle noch ein Stück nach hinten, damit der wirklich ein bisschen Platz hat und sicher festpasst. Ja, das ist wichtig, besonders die schönen großen. Genau. Also, das ganze das Spiel nennt sich Evolution. Evolution, ja, wo in der wir unser Ich sozusagen entwickelt haben und wir starten alle als Amöbe. Ja? Und dann treffen wir auf jemanden, der auch am Möbel ist, und dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Ja? Schnick, Schnack, Schnuck. Oder Schnick, Schnack, Schnuck. Also, wir haben Papier, Schere, Schnack. Brunnen nicht. Brunnen ist ungerecht. Also bei den Dreien ist es quasi so, dass jeder, also ne, das Papier hüllt den Stein ein, da gewinnt das Papier. Der Stein macht die Schere stumpf, da gewinnt der Stein, und die Schere schneidet das Papier. Ja, also. So, kein Brunnen. Also nochmal, ja, also Schnick, Schnack, Schnuck oder Schnick, Schnack, Schnuck oder Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Stein, Schere, Papier. So. Dann geht es weiter. Also es treffen sich immer dieselben. Wenn bei Amöbe diejenige, die gewinnt, die steigt auf und wird Schlange. Ja? So, sucht eine weitere Schlange, die macht wieder Schnick, Schnack, Schnuck und werden dann, der gewinnt, wird Krokodil. Krokodil. Und die andere fällt wieder zurück auf Amöbe. Also man fällt immer quasi ein wieder zurück, je nachdem. So, nach Krokodil, Schnick, Schnack, Schnuck, ne, kommt Hase. Nach Hase kommt Affe und dann kommt Mensch. Und es geht quasi darum, es geht quasi darum, da jetzt irgendwie durchzukommen. Und hier nach Schlange wechseln? Oder ist sie immer mit dem gleichen? Nee, du musst immer denselben finden, also eine weitere Schlange. Ne? Das heißt, ihr lauft so durch die Gegend, also Schlange, 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 und dann triffst du eine andere Schlange, dann machst du einen Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, das ist einmal eine andere Person. Also. Ja. Aber das gleiche Tier? Genau. Okay, go. Und was für ein Schwert? Jetzt ist es ein Schnick, Schnack, Schnuck. Der Fortschritt und ich habe es bis Affe geschafft. Also, ich habe einfach gut abgefunden mit dem Gefühl, ja, mit meinem Amöbenanteil, und das Leben floss und ich siegte. Ja. Das Leben floss und ich siegte. Wie ist es denn den Menschen ergangen? Ich glaube, du warst das Erste. Mhm. Ja, ich habe das gar nicht so angespielt, ehrlich gesagt. Ich habe das alles als Spiel halt genommen und genommen, was kam. Also ich habe auch intuitiv einfach irgendwie was gemacht, mehr oder weniger gar nicht so im Kopf irgendwas gedacht und war dann halt irgendwie schnell fertig. Ja, also bei mir ist auch das Leben das Spiel, also bei mir ist alles Spiel und Humor und das ist ziemlich wichtig. Ja. Ich hatte das Spiel schon mal gewonnen in einem anderen Kreis und dann habe ich auch dürfen. Also sozusagen positiv denken, ja, genau, wird schon. Dann war auch ja, total oder so. Total. Was ich interessant war, letztens im Seminar, wenn wir diese Kurve mit zu schön und wahr zu sein, und am Anfang ging das einfach so easy peasy, dass ich mir dann so kurz vor Affe dachte, ah okay,
nur noch zwei Sachen und du bist durch mit der ganzen Sache. Und dann bin ich in Zweifeln gekommen, also selbst bei so einem Spiel, und dann bin ich komplett zurück. Echt? Ja, komplett. Ganz und gar. Ja, und bis zur Amöbe. Bis zur Amöbe und dort geblieben und es wurde auch wieder besser. Aber da siehst du doch, ne? Du hast doch gerade gesagt, es kommt von außen. Kam das jetzt von außen? Dass ich zur Amöbe geworden bin? Nee, das kam von mir selber. Ja. Ja, vor allem, wenn man das dann natürlich auf andere Situationen im Leben wieder umleitet oder andere Situationen damit interpretiert. Ja, ja, deswegen machen wir das. Zu gucken. Ich meine, es ist ja jetzt, man kann ja auch sagen, ich habe weiterhin Spaß am Spiel. Wenn du dann Mensch bist, bist du ja eben draußen. Ja. So. Ja, an der Spitze ist eins. An der Spitze? Ja, und nicht. Das ist wieder ein Glaubenssatz. Was für einer? Stimmt, der hat keiner gespielt. Der hat keiner gespielt. Aber, ja. Der spielt. Ging es ja denen, die jetzt noch nicht Mensch geworden sind? Och, ich fand das nicht schlimm. Also, mir hat das Spaß gemacht. Wir haben uns ja immer wieder getroffen. So, das hat auch Spaß gemacht. So zu machen. Solidarität. Wir haben auch nett zusammen gespielt und dieses Wiedererkennen und Wiedersehen sehr genossen. Und dann irgendwann ging es zur Spitze und wir mussten uns trennen. Ja. Wie ging es denn euch? Ja, ich finde das ja schön, dass man so vielen Menschen begegnet. Ich vergesse das Spiel nicht irgendwie oder die Bedeutung. Irgendwann ist mir zum Schluss aufgefallen, ach so, das soll das bedeuten. Aber ich finde das einfach klasse. So. Ich habe dann leider nicht alle getroffen, aber ganz schön. Du hast einfach als Begegnung genommen. Ja, ich habe es als Begegnung genommen. Irgendwann war ich mal Hase, ich glaube ganz kurz war ich Affe, aber es war mir gar nicht so wichtig. Und das passt auch so. Ich habe immer oft darüber nachgedacht, dass mir die Schule überhaupt nicht wichtig war. Also auch nicht Schülerin war, sondern dass mir eigentlich die Begegnung so wichtig war. Ich finde es interessant, wenn sie mit vielen verschiedenen Menschen zusammen zu kommen. Bist du Mensch geworden? In dem Spiel. Ich habe es bis zum Affen gemacht. Das Affendiplom. Ja, genau. Ohne dich zum Affen zu machen. Ja, so ist es halt mit dem. Also ich wollte gerade noch sagen, ich war Amöbe und dann Schlange und Amöbe, Schlange und dann mal Krokodil, direkt wieder runter Amöbe. Und ich habe schon gemerkt, dass ich mich angestrengt habe, dass ich so diesen Wunsch, Mensch zu werden und dann irgendwie so eine Stagnation. Mhm. Und irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt auch schockiert, wie sich sowas, doch, da ist sowas, wenn ich mich dann höre, so in so einem einfachen Spiel, dass sich das widerspiegelt. Also einfach nur, bin ich jetzt sehr erstaunt. Muss ich auch sagen, ich wollte unbedingt Mensch werden. Ich dachte erst, ich schaff's nicht, aber ich wollte, das war schon cool, die beiden Andreas. Schon, aber vielleicht ist das auch so parallel, jetzt was finden zu wollen und sich auf den Weg zu machen und es vielleicht auch zu schaffen. Das passt erst irgendwie. Ja. Naja, es ist halt so eine Mischung aus nicht zu angestrengt. Ja, wenn du es zu sehr willst oder so, dann geht es halt nicht. Aber wenn du es überhaupt nicht willst, dann kann es dir auch passieren, dass du halt immer wieder bei der Amöbe bist, weil du halt. Also ich meine, es gibt auch so Forschungen über Stick, Schnack, Schnuck, ne? Und ob es da irgendwie eine Strategie gibt. Ich habe es beim letzten Mal ausprobiert. Irgendwer hat gesagt, Vampir wäre, glaube ich. Aber hat auch nicht funktioniert. Also, mit oder ohne Strategie. Weil es ist ja wirklich alles drei gleich. Also drei, ne? Ja, also es gibt so eine Fähigkeit. Okay. Ich habe mich ja immer. Warte, eingesprochen. Ich habe mich ja immer wieder mit der Amöbe auch ohne Probleme. Es war halt so nochmal angefangen. War auch nett, die Begegnung fand ich auch. Aber durch das Spiel ist für mich dieses Freude an dem Feld, also an dem Ungreifbaren. Und in dem Moment hat die Intuition. Das ist die Lösung, dass die Intuition spürt. Also ich hatte hinterher dann das Gefühl, das war der Kick. Noch einer hat jetzt gerade. Ich habe das schon ein bisschen strategisch gemacht.
mit Menschen hatte ich dann immer zweimal Stein und wusste ich, okay, gleich machst du wieder Stein. Ah. Also 50%, dass der die Schere macht. Und damit bin ich nämlich zum Mensch geworden. Das ist ziemlich schön. Das also, es gibt schon ein bisschen Wahrscheinlichkeiten. Ja, es gibt Menschen, die halt bestimmte Dinge, ne? Also Männer machen, glaube ich, eher den Stein und so. Frauen das Papier, da gibt es schon auch so. Und es gibt irgendwie so eine Forschung, dass es Sinn macht, eine Strategie beizubehalten. Also wenn du immer wieder wechselst, ich weiß nicht, hast Papier das zuerst Mensch geworden, ob der immer ein bestimmtes zuerst hat. Oder auch gewechselt. Ich habe schon gewechselt, aber intuitiv. Also nicht ein bestimmtes. Naja, also da gibt es im Internet, gibt es so Schnick, Schnack, Schnuck, gibt es wissenschaftliche Forschung. Cool. Was? Ne? Ist dabei. Okay,